Wahlkampf 2011, die SP-Wahlkampfseite. Mein Name ist Philipp Sauber, ich moderiere AG und Sie schauen websitemarketing.ch. Wie schon vor 4 Jahren habe ich mir die Websites der Parteien angeschaut, die sich für den Wahlkampf rüsten im Oktober. Heute geht es um die SP und das sind die Kriterien, mit denen ich diese Webseite bewertet habe. Separate Wahlkampfseite, ganz wichtig, sind die Sprachen, die 3 Landessprachen vertreten, Aktualität, Interaktionsmöglichkeiten, ganz wichtig dann die Kandidaten und die Themen. Ist die Seite SEO-technisch sauber aufgebaut, Social-Media-Integration, Videomaterial vielleicht sogar und die Navigation. Und wie gesagt, heute geht es um die SP-Seite und die schauen wir uns gleich online an. Das ist sie. Wir sehen hier schön, es gibt eine separate Wahlkampfseite, so wie das die SVP gemacht hat, hier mit einer Subdomain. Das ist einmal gut gelöst. Dann Sprachen haben wir, Deutsch und Französisch, Italienisch ist hier nicht vertreten, Aktualitäten, die sind hier drin. Wenn ich hier runterscrolle, hier im rechten Bereich, wird mir von Facebook was eingebunden. Das ist ganz okay gelöst. Und dann vor allem hier unten habe ich die Blogposts vom Herrn Löwra persönlich, den letzten Blogpost am 13.09. Das ist der Tag, an dem ich dieses Video aufgezeigt habe. Also hier sind Sie sicherlich aktuell unterwegs. Interaktionsmöglichkeiten, die sehe ich hier oben nicht, aber auch wieder unten hier in den Posts drin. Da kann ich natürlich, wenn ich auf Weiterlese klicke, diese Beiträge dann kommentieren, mal schauen, ob da schon was drin ist. Nein, noch nicht. Geht auch über Facebook, dann die Möglichkeit besteht auch. Also sicherlich gut gelöst. Ich kann hier interagieren auf dieser Webseite. Dann die Kandidaten habe ich hier oben, Kandidierende. Das ist sicherlich ein bisschen schlechter gelöst hier. Ich klicke einmal, ich klicke zweimal und dann komme ich auf die Kandidaten drauf. Das ist okay. Aber es könnte natürlich schneller sein, denn das ist schlussendlich das Wichtigste auf so einer Wahlkampfplattform. Dann die Themen, auch hier Positionen, die sind drin. Und hier unten kommen dann die 10 Projekte für den Fortschritt, für alle statt für wenige. Das sind die Themen, für die sich die SP einsetzt. SEO-technisch ist die Seite nicht schlecht aufgebaut. Ich habe hier beispielsweise einen Titel. Wir schauen uns den mal kurz an. Ist der in H1? Ist er nicht, ist H2, immerhin, und das hat man gedacht. Wichtig ist es natürlich, dass man die Keywörter einsetzt, die sind mehr oder weniger vorhanden, also okay gelöst. Wenn ich den Titel anschaue, dann steht auch da Wahlkampf 2011, SP Schweiz drin, Wahlkampf-Webseite und so weiter, also auch hier Keywords verwendet, ist okay gelöst, kann man nicht viel dazu sagen. Dann die Social-Media-Integration, den Blogpost haben wir gesehen und die Kommentarmöglichkeiten sicherlich gut. Schauen wir, was hier passiert, wenn ich auf RSS-Feed klicke, ganz übel. Ich kriege hier eine XML-Struktur, mit der kann ich natürlich gar nichts anfangen. Es geht darum, dass ich hier diesen URL in einen Feedreader reinkopiere und dann kann ich dieses Abo einlösen. Das weiß wahrscheinlich kaum einer, also sicherlich schlecht gelöst. Gehen wir noch kurz auf die Twitter-Seite und gleich auch auf die Facebook-Seite. Schlecht ist bei der Twitter-Seite, sie geht im selben Fenster auf. Besser als jetzt bei der SVP ist hier, sie gehen auf die SP-Schweiz-Seite, nicht auf eine Wahlkampfseite, dementsprechend auch viele Followers. Aber auch hier wieder ein Verhältnis zwischen Followers und Followings, das schlecht ist. Sie folgen nur ungefähr 200 und das heißt, es interessiert sie weniger, was die zu erzählen haben, als das, was sie erzählen. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch eher eine Linkschleuder als ein Dialoginstrument. Ich gehe zurück auf die Seite, mache dann noch den Facebook-Auftritt auf, schaue mal kurz da rein, auch der geht in derselben Seite auf. Der scheint aktuell zu sein, das Bild haben wir schon auf der Webseite drauf gesehen und mit 3703 Fans ist sie auch nicht schlecht aufgestellt. Das bringt natürlich noch nicht sehr viel, aber immerhin besser als das andere machen. Zurück auf die Seite, Video ist drin, finde ich grundsätzlich immer stark. Dann haben wir auch Beiträge von einzelnen Parteimitgliedern, also das haben sie sicherlich gut gelöst, perfekt. Die Navigation oben, die passt eigentlich auch, ist eigentlich alles drin, was es braucht. Meines Erachtens nach ist hier der Header-Bereich viel zu groß, für alle statt für wenige. Das ist also die SP-Wahlkampfseite. Mein Fazit hier, Note 5,25, also ein Viertel mehr als die SVP gekriegt hat. Finde ich nicht schlecht gelöst, vor allem auch die ganzen Blogbeiträge und so weiter, die ganzen Social-Media-Integrationen, die sind hier besser vorhanden. Das ist also mein Verdikt zur SP-Seite. Eure Kommentare würden mich wie immer hier interessieren, politisch gefärbt oder ungefärbt, ist mir egal. Ich versuche mich ungefärbt zu halten. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IHNE-Mage und Sie haben websitemarketing.ch geschaut.